Willkommen zurück auf Hjördur. So, wir bringen jetzt unseren Ankylo einmal hier rüber irgendwo. Ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Ich muss allerdings gucken, dass wir da eine sichere Stelle finden. Vielleicht hier auf diesem Schneeberg. Ist das ganz gut vielleicht? Hier so? Oh Gott. Ein bisschen zu gefährlich hier, ne? Hier beim Stego vielleicht. Hier ist ganz gut. So, kurz hinsetzen. Lauf bitte nicht so weit weg, Schatz. Wir müssen noch nach Hause. Und lass den Stego in Ruhe. Ich bin auch zu doof, ne? Also. Ja. Läuft bei mir. Oh Gott, er ist weg. Okay, oh Gott sei Dank, das war jetzt gerade ein bisschen. Bisschen buggy, ne? So, ich hoffe, wir kommen hier rüber. Das wirkt schon wieder, als ob meine Ausdauer doch relativ schnell. Oh, wollen wir nochmal zu dem Phallus-Symbol da unten fliegen, fix? Ist das eine gute Idee? Sorry, Leute, aber das sieht nun wirklich aus wie eins, oder? Das ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Guck mal, Pinguine. Oh, wie süß. Pinguine brauchen wir auch. Jeder braucht Pinguine. So. Ja, damit. Was soll der Scheiß? Bleib bitte hier. So. Und los geht's. Ab die Post. Ja, Pinguine haben wir also hier. Merken wir uns das vielleicht. Mal gucken. So, wo muss ich jetzt genau hin? Dort? Ich glaube da, ne? Oder da? Ich weiß es nicht. Ich erkenne nichts. Ich glaube da, ne? Ich habe gar keinen Plan gerade. Es könnte dort sein. Aber da ist doch nicht meine Bucht. Hier ist auch kein Schiff. Ne, es muss irgendwie weiter da gewesen sein. Oder? Da hinten. Ja, hier war das. Okay. Ist noch ein bisschen dunkel, ne? Ich erkenne nicht viel. Ja, da ist es. So. Sehr gut. Ankylo. Das Gute am Ankylo ist, dass er nicht so viele Narcos verballert. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut. Wir werden ihm jetzt Kartoffeln geben. Ich glaube, davon haben wir ein bisschen mehr als von den Möhren oder von den anderen Geschichten. Zitronen würde ich ihm jetzt nicht unbedingt empfehlen. Obwohl ihm das wahrscheinlich völlig egal ist. So. So, ein bisschen langsamer. Und dann schmeißen wir den da rein. Sehr gut. Okay. Dann kriegst du jetzt erstmal ein paar Sachen in den Kopf. Mal gucken, wie viel Torpor du hast. Das interessiert mich jetzt gerade. Jetzt mal gucken. 4048. Okay. Na gut.
schauen wir mal, wie viele Patronen wir brauchen. So. Ich glaube, von der Farbe her ist er auch ganz okay, ne? Nicht so schlammig wie jetzt auf Cavallos derjenige. Ja. Er haut schon ab. Oder? Nee. Oh, da geht noch was. Ah, jawohl. Sehr schön. So, packe ich dir das mal rein, dann holen wir dir noch ein bisschen Kartüften. Ja. Bitte sehr, mein Schatz. Du würdest ja dann, also ist das ein Mädchen? Nee, Männchen. Okay. Wir bräuchten dann, wir haben ja das letzte, haben wir ja Johann gehabt. Also brauchen wir jetzt was mit K. Ein Männchen mit K. Und der heißt nicht Klaus Dieter. So. Ein Männchen mit K. Karl. Was haltet ihr von Karl? Don Inge, ich glaube, Karl ist gut, oder? Ja, ne, Agent? Karl ist super. Okay, Karl. Karl für einen Ankylo. Guck mal, der hat echt eine schöne Farbe. So ein bisschen leuchtend orange. Kann natürlich auch jetzt an der morgendlichen Sonne liegen. Aber ich finde ihn ganz angenehm. So, wie weit geht denn das jetzt runter hier? Naja, er zählt doch schon relativ runter, ne? So wenig ist das gar nicht, wie ich dachte. Hm. Aber es geht halt nicht so schnell wie bei den anderen. So, welches Level haben wir denn? Ich hätte gerne jetzt langsam mal das 90er Level erreicht. So, Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Hoffentlich. Wir haben ja jetzt hier unsere Starterbase. Und sobald wir den Ankylo fertig haben, macht es natürlich Sinn, dann so langsam mal rüber zu gehen auf die, in die andere Location. Ich kann da mal eben rüberflattern. Oder wir flattern mal mit dem Pteranodon rüber. Wo ist er denn? Hallo? Frederike! Mein High-Level-Pteranodon. Auch schon wieder ein neues Level bekommen. Ausdauer ist nicht die größte. Aber ich gebe dir noch ein bisschen Leben. Bei mir ist das irgendwie lieber, wenn du noch ein bisschen Leben hast. Und du bist halt schnell. Also würde ich einmal kurz mit Frederike rüberflattern. Ich will nur mal kurz die Lage checken. Ich will ja die Hauptbase machen, ne? Das heißt, was ist das jetzt hier für ein Alpha? Ah, das ist der Kanu, alles klar. Die Hauptbase machen, das heißt, wir haben ja ein paar Kryopods. Ich weiß zwar nicht, wo die anderen Kryopods sind, aber ich hatte auf jeden Fall mehr als zwei, glaube ich. Fünf habe ich gemacht oder vier. Bin nicht mehr sicher, müsste ich jetzt in die alten Videos gucken. Und die packen wir uns dann ein, die ganzen Bauarbeiter. Wir würden uns dann als erstes hier verschanzen in dem Gebäude. Hier. Da würde ich mich jetzt einmal, oder wir uns in Summe verschanzen, damit hier nichts reinkommt. Macht, glaube ich, hochgradig Sinn, ne? Das sieht so geil aus hier einfach. Okay. Ich muss noch mal kurz einen Blick werfen. Hier machen wir noch ein paar Lampen rein. Das ist, glaube ich, gut. Von diesen Stehlampen, die wir unten im Dorf haben. Hallo? Liebes... Hier, okay.
Sehe was hier war. Hier war auf jeden Fall nichts Gefährliches drin. Ich finde das so cool. Ach, hier haben wir auch noch Kristall. Stimmt. Also, im Fjordur-Stream wollte ich ja hier auch noch irgendwas machen, aber ich bin halt noch nicht ganz sicher, was wir hier machen. Ich will dieses Gebäude nicht umbauen, das hier, das ist alles erhalten und wunderschön. Maximal können wir hier ein paar Kisten reinstellen oder sowas oder ein paar Lampen reinbauen. Ich werde das hier nicht verhunzen. So. Und ich werde das auch nicht als Base nehmen. Hallo Schaf! Es ist jetzt nur für den Anfang gedacht. Hier können wir noch einen Garten hinmachen, glaube ich. Für den Anfang gedacht. Hier verschanzen wir uns erstmal drin, dass uns keiner was zu Leide tut. Vielleicht machen wir hier noch eine Tür rein oder sowas. Aber ich glaube, hier sind wir relativ safe. Das heißt, wir kommen dann erstmal hierher. Und dann werden wir hier vorne... also hier... Ja, wir müssen erstmal einen Zähmkäfig bauen, ne? Ja, ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist hier einen Zähmkäfig bauen, damit wir hier die Typen einmal uns zähmen. Es ist nur noch einer hier. 135er Terrazino. Den wollen wir haben. Ich will den haben. Es sei denn, wir schaffen es mit den Spritzen, dass wir die noch bauen. Und dann kriegen wir den vielleicht mit ein paar Spritzen gelegt. Oh, das sieht so cool aus hier. Das ist so schön. Das ist unsere Hauptbase. Und dann, was ich sagen wollte, also wir machen uns hier so einen Zähmkäfig rein. Dann werden wir den Terrazino legen. Und hier kommt unsere Burg hin. Hier kommt eine Brücke rüber. Und das ganze Areal wird unsere Hauptbase werden. Und dann auch richtig mit dem Teleporter und mit diesem HG Multi-Storage und dem Vakuum-Sorter und was wir alles haben. Das komplette Programm, ja, machen wir hier. Das ist der Plan. Also, wir warten jetzt erstmal, bis der Ankylo fertig ist. Und dann suchen wir uns die Ressourcen zusammen, damit wir hier so einen Zähmkäfig bauen können. Und dann lotsen wir den da rein. Ballen den ab. Oh. Skorpione gibt's hier auch. Ballen den ab. Und dann ist Ende Gelände. Dann haben wir den. So machen wir das. Dann haben wir endlich den Terrazino. So, jetzt haben wir hier noch einen Phallus. Den holen wir uns auch noch eben schnell. Na? Danke. Totale Begeisterung. So, mal gucken, wie es ihm geht. Ich glaube, ich war zu lange weg, oder? Nee, noch liegt er. So. 9,7%. Oh mein Gott, das dauert 10 Jahre. Ja, der dauert auf jeden Fall am längsten. Aber es lohnt sich, ne? Metall, ihr wisst, Metall. Okay, ich werde jetzt mal eben schauen, was wir noch alles haben für den Zähmkäfig. Ich glaube, ein Terrazino passt ja durch ein normales Dino-Tor, wenn ich das recht erinnere. Da brauche ich kein Behemoth. Das ist völlig übertrieben. So, wir brauchen auch keine Foundations. Wir brauchen eigentlich nur Pillars. Haben wir denn noch Pillars? Und wenn, wo? Kann sein, dass ich die in der S-Plus-Dingsbums habe. Das ist möglich. Ich glaube, die habe ich hier gar nicht, die ganzen Bauteile. Hier sind nur diese ganzen Geschichten. Was hier alles drin ist, ist ja unfassbar. Ceilings brauchen wir auch jetzt erstmal nicht. Okay, dann gucke ich mal drüben. Haben wir eigentlich... ein bisschen was für Kibbel. Kann ich mal gucken. Normales Kibbel? Nein. Ungewöhnliches Kibbel? Nein. Einfaches Kibbel? Nein. Und so ein Kibbel? Nein.
Okay, ja gut, dann eben nicht. So. Wie weit bist du hier? Naja, du fängst gerade von vorne an. Na gut. Also, für den Terrazino benötigen wir... Wie weit machen wir das dann? Also ein Tor. Ein Tor geht aber nur auf Fence Foundations. Könnten wir das zum Beispiel machen, ne? Aber ich glaube, dann wäre es doch einfacher, die Foundations mitzunehmen. Und den da rein zu lotsen. Wir haben 22 Foundations. Wir haben noch eine Ramp. Wo der hoch kann. Wir haben ein paar Pillars. Wir haben nur dieses Behemoth-Gate. Das ist aber viel zu groß, wie ich finde. Pack das mal kurz hier rein, ja, weil ich gerade nicht weiß oder keinen Bock habe, das woanders hinzupacken. Wir bräuchten eigentlich das klassische, nicht Behemoth, sondern das klassische Dino-Gate. Das hier. Aber doch nicht aus Holz. Hier, das... Nee, das ist Behemoth. Hä? Haben wir nicht noch ein klassisches Gate? Da, nehmen wir das einfach. So, das will ich haben. Das baue ich jetzt eben. So, Stone Gateway. Ich hoffe, der passt da durch, aber ich denke schon. So, und dann holen wir uns noch die Tür. Die Frage ist jetzt eher... Small Pillars und Large Pillars. Oben hin kann ja offen bleiben, ist ja völlig egal. 22 Foundations. Hm. Oh Gott. Können wir das mal hier irgendwie alles drin lassen? Ich brauche auch jetzt nicht 20 Millionen Pfeile. Warte mal, ich habe die noch nicht mal mit rüber genommen. Das da rein. Brauche ich 22 Foundations? Nein, auf keinen Fall. So. Los geht's. Werden wir mal Don Inge beladen. Nein, nicht Don Inge, sondern den Argentavis. Den Agent. Wie geht es dir? Ganz gut, ne? Sieht ganz gut aus. 16%. Kann man nicht meckern. Die Frage ist... dreimal... Wie groß ist denn dieses Tor, ist die Frage. Eigentlich eher... Oh Gott, was hast du denn da alles drin? Das kann weg. Raus, 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 raus. So. Und das alles nehme ich mal eben kurz mit. Dann kann das zu dir, das da, das, das, das. Ich baue nochmal schnell 3, 4 Wood Rams. Ich glaube, das macht Sinn. Machen wir mal so 4. Ich weiß nicht, wie breit das Ganze wird. So, das packen wir da auch schon mal rein. 3x3 müsste ja eigentlich reichen, oder? 3x3. Foundations, da passt ja wohl so ein Terrazino rein. So. Okay, das kann da auch rein. Dann schmeiß ich den Kram hier einmal kurz noch hier hin. Fell und so weiter. Ja, ich habe also auf jeden Fall Bock jetzt so langsam mal Richtung Hauptbase, weil wir haben ja hier überall Fertiggebäude. Das Dorf sieht super cool aus. Mir gefällt das total gut hier. Oben müssen wir eigentlich noch einen Zaun drum machen, ne? Damit da nichts Gefährliches passiert. Also oben in der Kirche, die haben wir jetzt gar nicht so richtig beachtet. Kommt vielleicht noch. Was wollte ich gerade? Achso, Fell wegbringen. Aber ich habe jetzt
Bock, langsam eine Burg zu bauen, ne? Dass wir unsere Hauptbase tatsächlich gestalten. Das ist mir sehr wichtig. Metall. Metall, Metall, hier. Bitte sehr. Okay, der Rest. Wo ist denn das Ölfass? War das hier? Ah ja. Okay. Da haben wir ja ein bisschen was. Sehr schön. Siehst du, bei dem Ölbohrturm könnten wir auch mal kurz gucken, ob da jetzt schon ein bisschen was bei rumgekommen ist. Das mache ich mal eben, bevor wir hier rüberfliegen. Ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir hier nicht irgendwas verpassen mit der Zähmung. Geh mal ganz kurz rüber zu der Metallinsel. So. Ich guck mal kurz, wie schnell das geht hier. 93 Öl, nice. Da hinten? Yeah. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann kann ich ja die auch nochmal abholzen hier. Wenn wir schon bei sind. Hoppala. War hier noch einer? Ja, ich glaube, wir müssen den Transporter, also den, außerdem den Teleporter, müssen wir, ja, woanders hinstellen. Das wird so nichts hier. Das ist nicht gut, weil die ganzen Sachen nicht nachspawnen. Das ist zu wenig. Zu wenig Metall. Das ist nicht zielführend. So, ich nehme einmal die Steine mit. Dann gucken wir beim nächsten Mal, ob die wieder zurückkommen. Ja. Okay, habe ich meinen Remote? Das ist gut. Und dann porten wir uns mal eben zurück. Nach Hause. Gut. Ja, dann machen wir das da vorne hin. Am Strand da, was man noch gerade jetzt so sieht. Da machen wir das hin. Und dann können wir ja mit dem Agentavis, dann nehmen wir den Anzug mit, tragen den hier rüber, machen alles leer und dann mit dem Remote wieder zurück nach Hause. Das sollte kein Problem geben. Sollte ganz gut funktionieren, wie ich finde. So. Aber das mit dem Respawn ist halt ein Thema. So, Klaus. Nee, wie hieß er? Ich hab's vergessen. Doch, nee, nicht Klaus. Karl. Karl, Karl. 22%. Okay, also, ja, definitiv, die Narcos halten hier ein bisschen länger. So, ich mach Metall kurz weg. Und Öl. Und ich kriege Hunger. Es ist ja Sonntagvormittag, beziehungsweise wird es jetzt schon Mittag bei mir. Und ich mache ja meistens die Fjordo-Aufnahmesession auf dem Sonntagvormittag, weil ich das irgendwie total gut finde. Wo ist denn hier Stein? Ach, unten. Stimmt, da war ja was. Und jetzt meldet sich mein Magen. Und ich denke, ich werde jetzt hier nach einer Aufnahmepause einlegen. Schön entspannt frühstücken. Oh, Frühstück. So. Ankylo, Schatz. Wir fliegen mal kurz rüber. Ich versuche mal, möglichst zeitnah da anzukommen, weil der AG halt nicht das schnellste ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich denn doch mal diese Classic Flyer Mod installiere, weil früher konnte man ja die AGs auch auf Geschwindigkeit leveln. Das war ja ganz am Anfang so. Dann irgendwann wurde das genervt und das Thema war durch. Aber ich habe bis heute noch keine Classic Flyer installiert. Weil ich es eigentlich so okay finde, wenn man halt schnell irgendwo hin muss, irgendwas scouten muss, dann ist halt der Pteranodon. Oder im Notfall können wir uns natürlich auch irgendwann mal so einen Wyvern holen.
Das wird auch nochmal spannend werden. So, du bekommst das da. Oh ja, du bist echt eine Kampfmaschine mittlerweile, Agent. Der Agent ist der Kracher. So, wir machen jetzt 3x3 Bude. Ich muss nur gucken, dass uns der Terrazino jetzt nicht auf den Brenner geht. Dass er ein bisschen weiter weg ist vielleicht sogar. Wo machen wir den Zähmkäfig hin? Eigentlich müsste ich den tatsächlich... Oder können wir den vielleicht auf diese mittlere Fläche tun? Kriegen wir den da reingelotst? Ja, oder? Oder hört er auf, uns zu folgen, wenn Wasser kommt? Gut, wenn das so einfach wäre, hätten wir, glaube ich, wären wir noch nicht so oft gestorben. Wir versuchen das mal. Ich stell mich mal hier hin. So, ich glaube, du bist ja noch auf passiv, ne? Ja. So, dann gib mir mal die Foundations. Ich darf jetzt aber nicht zu lange hier rumdödeln. Ist das denn sehr tief hier? Prinzipiell können wir doch hier das Ding hinmachen, ne? So. Okay. Okay. Passt da jetzt so ein Tor hin, ist die Frage, oder ist das größer? Eigentlich schon, ne? Reicht sogar 2x2. Okay, machen wir das so. Noch besser. Okay, dann machen wir hier jetzt erstmal die Tür rein. Wir müssen den ja reinlotsen. Die Tür muss dann automatisch hinter ihm zugehen und wir müssen die Agro auf den Vogel lenken, ne? So ist ja der Plan. Okay. So, ich packe das mal alles bei dir rein. Ich will das jetzt hier gerade nicht haben. So, gib mir mal die Large Stone Pillars. Ich weiß nicht, ob die reichen. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir noch die Tür. Das kann wieder rein. Und die Rampen brauchen wir natürlich auch. Und ich nehme auch die Small Pillars noch mit. So, mal gucken. Wichtig ist, dass wir mit dem Tyrannodon da durchkommen und dann, dass er erstmal gefangen ist und dann können wir den ganz in Ruhe von hier abballern. Okay. So, du machst nur Autoklos. Ah ne, bringt ja gar nichts. Der muss eigentlich offen sein und sich dann automatisch schließen, wenn wir durchgehen, ne? Ja, okay, wir lassen den auf manuell, glaube ich. Naja, wir lassen den auf manuell und jetzt müssen wir die Pause, die Folge beenden, denn ich habe schon wieder völlig überzogen. So, also in der nächsten Folge werden wir hier den Zähmkäfig einmal fertig machen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Kann sein, dass ich hier links und rechts noch ein paar Foundations hinmachen muss, weil... Doch, so würde gehen, ne? So würde gehen. Da passt er ja wohl nicht durch. Hier auf die Ecken.
Jetzt mache ich es doch fertig, egal. So sieht's halt aus, ne? Der war Quatsch. Aufheben. So, und dann müssen wir den Tyrannodon herholen. So. Ist das ein Baby? Boah, geilo. Den holen wir uns. Aber der kommt, glaube ich, hier durch, ne? Okay, wir versuchen das. Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.